कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर कालकाला योगेश्वर कालकाला. All of you who are with us, alle welche dabei sind, bitte singt nach. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahadevaya. Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yoga. Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadeva Yoga, yoga, yogeshwaraya Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahadevaya.
Yoga Yoga Yogeshwaraya. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya. Kala Kala Kaleshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shambho Shambho Mahadevaya. Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga 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 Yogeshwaraya. Yoga Yoga Yogeshwaraya. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya. Kala Kala Kaleshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shambho Shambho Mahadevaya. Sitze und halte dein Gesicht leicht nach oben gerichtet, Augen geschlossen. Halte einen leichten Fokus zwischen den Augenbrauen.
please open your eyes. Wenn ich gewusst hätte, dass ein Virus die Quelle von so viel Vernunft und Bewusstheit werden könnte, ich hätte euch vor langer Zeit einen gegeben. Warum verschwende ich meine Zeit und versuche euch viele Übungen beizubringen, um euch bewusst zu machen, um euch empfindsam zu machen, so viele Dinge? Oh, ich wusste nicht, dass ein Virus das machen kann. Nun, das ist keine Angelegenheit zum Lachen. Aber wenn du dein Lachen verlierst, wird das Virus nicht weggehen. Wenn du todernst wirst, du wirst tot sein, bevor du tot bist. Also ist es in Zeiten wie diesen. Es ist in Zeiten wie diesen. Wenn wir denken, dass wir in einer Krise sind, oder wenn wir eine Krise vorhersehen, oder es gibt eine mögliche Krise. Es ist noch nicht passiert, aber in diesem Land, es könnte jederzeit passieren. Unglücklicherweise in manchen Ländern hat es sie bereits getroffen. Es ist in diesen Zeiten, dass es eine Rolle spielt, was für ein Mensch du bist. Es spielt immer eine Rolle. Aber in normalen Zeiten werden alle Arten Nichtsnutzer entkommen. Sie können so tun, als ob. Erst wenn eine Krise dich trifft, wird, was für ein Mensch du bist, das wertvollste Gut. Also gerade jetzt, dieses Virus. Nun, ich denke, ihr habt alle bereits genug gelesen und genug davon gehört. Ich werde nicht ins Detail gehen und in die Natur dessen, was es ist. Aber der wichtigste Aspekt davon für uns ist, es wird nicht von einer Mücke, einer Maus oder einer anderen Kreatur getragen. Es wird von uns getragen. Wir sind die Träger. Nun, das ist das Problem. Und das ist auch ein großer Vorteil, weil wir Menschen sind. Im Moment müssen wir uns entscheiden, sind wir Menschen oder sind wir Kreaturen? Wenn wir Menschen sind, sollten wir wissen, wie wir sein sollen. Wenn wir wissen, wie wir sein sollen, es ist sehr gut möglich, die einfachen Regeln zu befolgen, es nicht an die nächste Person Werte zu geben, an die nächste Person. Wenn wir Menschen sind, wenn wir Kreaturen sind, werden wir ungeachtet dessen uns trotzdem anhäufen und es zu einem universellen Prozess machen. Vielleicht seid ihr die Agenten des Virus. Ihr seid es. Ich mache keine Witze. Ihr seid die Agenten, die es tragen. Während wir hier sitzen und viele von euch, wo immer ihr seid, viele von uns könnten im Moment asymptomatische Träger des Virus sein. Bei vielen von uns mag es sein, dass es niemals Symptome zeigen wird. Bei einigen von uns mag es milde Symptome zeigen und bei einigen von uns kann es sein, dass es schwere Symptome auftreten können. Manche von uns könnten dahin gehen. Aber in den meisten von uns ist es möglich, dass es keine Symptome zeigt und es geht nur durch uns hindurch. Aber wir könnten es jemand anderem geben, dessen Leben in Gefahr ist. Jemand anderem, der weit verletzlicher ist als wir. Deshalb ist es an der Zeit, zu beweisen, was für ein Mensch du bist. Zuerst, bist du ein Mensch? Bist du geeignet, ein Mensch genannt zu werden? Oder bist du nur eine Kreatur? Eine triebgesteuerte Kreatur? Oder bist du ein bewusster Mensch? Wenn du ein Mensch bist, ist das Grundlegendste, dass du weißt, wie man sein soll. Wenn du weißt, wie man sein soll, dann ist soziale Interaktion nur eine Wahl.
Wenn das nicht notwendig ist, kannst du für dich bleiben und dies ist eine großartige Zeit. Wenn du nichts getan hast, kannst du dich äußerst zufrieden fühlen, dass du etwas Wunderbares für die Welt getan hast. Nie zuvor hattest du diese Gelegenheit. Ich habe viele, viele Jahre zu euch gesprochen, wie man nichts tut. Musste mir verschiedene Kniffe, Lehrmethoden einfallen lassen, damit du ein paar Minuten sitzt und nichts tust. Aber jetzt hast du dies, dass wenn du nichts tust, tust du der Welt einen großartigen Dienst. Der Nation zu dienen, den Menschen zu dienen, der Menschheit zu dienen, nur indem du nichts machst. Du wirst keine solche Gelegenheit mehr bekommen, du musst diese Gelegenheit umfassend ausnützen. Nein, nicht die Leute am Yoga-Center sind gemeint, ich habe Arbeit für euch zu erledigen. Weil in diesen 25 bis 27 Dörfern, die um uns herum sind, existieren fast 250.000 Menschen. Diese Menschen wissen möglicherweise nicht, wie sie sich verhalten sollten, falls es eintritt. Es hat noch nicht das ländliche Indien sich ausgebreitet. Also ist dies die Zeit für uns, herauszugehen und sie zu unterrichten. Für den Fall, und falls es ins ländliche Indien kommt, wie man damit umgehen soll. Mit Bestimmtheit in Südindien. Es ist nicht in die ländliche Bevölkerung eingedrungen, aber in den nächsten 3 bis 7 Tagen möchten wir sicherstellen, dass alle in den Dörfern sich bewusst sind, wie sie damit umgehen sollen. Wie sie soziale Distanz und persönliche Distanz zwischen Menschen aufrechterhalten sollen, die tatsächlich in engen Verhältnissen leben. Also werden wir ausströmen. Oh, Virus, 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 wie kann ich überhaupt etwas tun? Lasst uns eine Mauer um das Yoga-Center bauen, hier leben. Nein, das ist nicht die Art von Menschen, die wir sind, hallo? Wenn es nötig ist, werden wir herausgehen und alles tun, was wir tun müssen. Es ist in der Welt ausreichend dokumentiert, dass weitgehend, nicht als absolutes, aber größtenteils sind es Menschen, die über 60 Jahre alt sind, welche weitgehend gefährdet sind. Diejenigen, welche irgendeine Art von Immunblocker-Medikament verwenden, aufgrund von Erkrankungen, diejenigen, welche Blutverdünnungsmedikamente verwenden, diejenigen, welche irgendeine Art von Organtransplantation durchlaufen haben, dies sind die sehr gefährdeten Bevölkerungsgruppen und Kleinkinder unter einem Lebensjahr. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Bevölkerungsgruppe gut geschützt ist inmitten von uns. Ich möchte, dass du diese Verpflichtung eingehst, dass wir in den nächsten 12 Monaten sicherstellen werden, da wir an eine Zeitspanne von 12 Monaten denken, in der das Virus sein Drama spielen könnte. In diesen 12 Monaten, niemand in unseren Familien, niemand im Yoga-Center, Menschen, die um uns herum sind und in dieser gefährdeten Altersgruppe oder Zustand sind, es wird keinen einzigen Todesfall geben. Wir müssen die Verpflichtung eingehen und sicherstellen, dass dies geschieht. Also werden wir heute Abend eine Übung machen, was wir tun sollen und wie wir aufpassen sollen. Was sind die Vorkehrungen und die Umstellungen, die wir treffen müssen, um sicherzustellen, dass diese Bevölkerung sicher ist? Diejenigen, die zu der jüngeren Gruppe von Menschen gehören, diejenigen, welche fälschlich behaupten, dass sie jung sind, wir werden nach deinen eigenen Angaben gehen, weil dies eine Selbstdarlegung für die Selbstquarantäne ist, eine Janata-Quarantäne. Wenn du 60 Jahre alt bist, aber gesagt hast, du bist 30, wir halten uns an dein Wort. Jetzt werden wir einige Vorkehrungen und Umgestaltungen treffen, um sicherzustellen, dass die gefährdeste Bevölkerung gut geschützt ist. Dies ist am wichtigsten. Die jüngeren Menschen werden einige geringfügige Symptome durchmachen oder vielleicht etwas schwerere Symptome, aber sie können sich mit sofortiger ärztlicher Hilfe leicht erholen. Wenn ich sofortige ärztliche Hilfe sage, wenn du in den ersten 3-4 Tagen mit dem Virus infiziert bist, gibt es im Allgemeinen nichts. Am 4., 5. Tag könnte ein leichtes Fieber auftreten.
Dieses leichte Fieber darf im Augenblick nicht ignoriert werden und am 6., 7. Tag kann es ein leichter Husten auftreten. Nun am 9., 10. Tag wirst du vielleicht, gibt es vielleicht eine Lungenentzündung oder schlimmer Fibrose? Aber zu dem Zeitpunkt, wo du leichtes Fieber bekommst, sofort, wenn du dies bemerkst, gehst du zur Behandlung. Wenn du in der Altersgruppe von 1 bis 60 bist, wirst du dich mühelos davon erholen. 99% wirst du dich erholen. 99% der Zeit. Mit all der Sadhana und einer gewissen Sorgfalt, die in unser Leben einfließt, was unsere Ernährung und unser Leben betrifft. Auf jeden Fall ist unser Immunsystem besser als das der meisten Menschen in den Städten leben. Wir sollten dies also mühelos durchlaufen können. Du musst jedoch verstehen, dass es keine Wahl gibt, zu wem der Virus kommen wird und zu wem er nicht kommen wird. In 12 bis 18 Monaten wird es buchstäblich jeder auf diesem Planeten bekommen. Die Frage ist nur, werden wir es zulassen, dass es eine große Katastrophe wird, oder werden wir es durchleben, wie wenn es eine einfache Grippe ist? Dies hängt von vielen Dingen ab, die wir tun. Wir werden unsere Empfehlungen abgeben in den nächsten Tagen mit genauen Angaben, was du täglich tun solltest. Sogar wenn du das Virus einfängst, wie gehst du durch? Aber die gefährdete Bevölkerungsgruppen müssen wir schützen. Das ist das Wichtigste überhaupt, was zu tun ist, gerade jetzt. Wir werden in diese Richtung gehen. Es gibt keinen Anlass, in Panik zu geraten. Was gefragt ist, sind Vorkehrungen, nicht Panik. Insbesondere, es gibt genügend fundierte Belege, dass, wenn jemand überschwänglich und freudvoll und wunderbar ist, ist deren Immunsystem immer auf bessere Weise des Schutzes funktioniert, als bei denen, welche deprimiert und besorgt sind über etwas. Ich wollte ein depressives Gesicht aufsetzen, aber mein Gesicht kooperiert nicht. Ich denke, ich werde es in der nächsten Woche hinbekommen. Weil du todernst werden sollst, wenn die Situation ernst ist. Die Situation ist ernst. Lasst uns verstehen, dass diese Situation ernst ist. Die Situation ist ernst. Du musst nicht ernst werden. Das ist, was wichtig ist. Ich bin nicht ernst. Bedeutet das, dass ich leichtsinnig sein werde? Nein. Ich werde nur freudig und verantwortungsbewusst und vernünftig sein. Das ist, was du sein wirst. Hallo? Ein freudiger, vernünftiger, verantwortungsbewusster Mensch kann mit Situationen viel besser umgehen als diejenigen, die alles todernst nehmen. Besonders wenn du in Panik bist, bist du gelähmt. Panik ist Lähmung. Du wirst gelähmt und du denkst, du wirst besser damit umgehen. Es gibt keine solche Sache. Es ist sehr wichtig, dass alle deine Fähigkeiten vorhanden sind. Dein Körper und dein Gehirn funktionieren und reagieren auf das, was benötigt wird. Dies ist am wichtigsten. Also werden wir eine bestimmte Situation schaffen im Yoga-Center, um dir Auftrieb zu geben. Und ich kenne viele Leute, die sich darüber Sorgen machen. Aber mit der richtigen Screening werden wir auch andere Volunteers und Meditierende einladen, hierher zu kommen und zu leben für 15 Tage oder einen Monat, sodass sie auch diese Zeit verbringen können an einem Ort, der so sicher wie möglich ist. Wir werden sicherstellen, dass dies einer der sichersten Orte ist, für jemanden zu bleiben. Also diejenigen von euch da draußen, welche daran denken, hierher zu kommen morgen früh, wir werden dich für eine bestimmte Zeit in Quarantäne setzen. Aber wir werden dafür sorgen, dass Quarantäne auch Spaß macht. Quarantäne heißt nicht, dass du depressiv auf einem Krankenhausbett sitzt. Quarantäne bedeutet lediglich sicherzustellen, dass du es nicht trägst und es jemand anderem gibst, wenn es zu dir kommt. Wenn es zu dir gekommen ist, lass es uns in diesem Körper behandeln. Lass es uns nicht noch einem geben. Das ist alles, was es ist. Und es ist wirklich wunderbar im Land. Ich weiß, der Premierminister hat erst vor 2 Tagen eine Ansprache gegeben, denke ich. Und die Art und Weise, wie die Nation geantwortet hat, ist spektakulär. Keine einzige Person auf der Straße im ganzen Land. Das ist wirklich wunderbar, wenn es so viel Bewusstsein und Verantwortung gibt.
Wenn es in jeder Nation so viel Bewusstsein und Verantwortung gibt, wenn die Menschen in jedem Land auf diese Weise reagieren, werden wir mit dem Virus fertig werden. Es ist keine große Sache. Aber wenn sie dies nicht befolgen, dann ist dies kein Scherz. Wenn die Kurve sehr steil wird, wird der Gipfel so ansteigen, dann sagen einige Wissenschaftler und Ärzte, könnte ein Unglück eintreffen und 10% der Bevölkerung auslöschen. Wir wollen nicht, dass das passiert. Daher ist es sehr wichtig, dass jeder von uns verantwortungsbewusst sich verhält. Wenn irgendjemand in Kontakt kommt mit jemandem, der krank zu sein scheint, vielleicht sind sie nicht krank. Bist du okay? Sie scheinen krank zu sein, wenn so etwas passiert. Sofort gehst du in die Klinik und lässt es überprüfen. Diese Art von Protokoll müssen wir umsetzen. Ich will, dass du das verstehst. Dies ist eine Durststrecke. Es wird nicht vorbei sein in 3 Tagen oder 7 Tagen oder 15 Tagen. Wir versuchen es 15 Tage zu tun, um den Kreislauf zu durchbrechen und die Ausbreitung zu abzumildern. Aber es wird nicht vorbei sein. Die meisten Wissenschaftler sagen, dass es zwischen 12 und 18 Monate dauern wird, bevor unsere Körper lernen, mit dem Virus umzugehen. Zuallererst, das Virus wird dich nicht töten. Du bist es, der sterben will. Weil das Virus, für das Virus bist du der Lebensraum. Weil für das Virus bist du der Lebensraum, ihr Zuhause, sie möchten gerne da leben. Und natürlich möchten sie in andere Häuser ziehen, ihr Territorium erweitern. Aber sie wollen nicht, dass du stirbst, weil wenn du stirbst, ist ein Körper verschwunden. Sie haben also nicht die Absicht zu töten. Es ist nur so, dass wenn dein Körper nicht über die notwendigen Antikörper verfügt, um zu kämpfen, wenn du nicht über das Immunsystem verfügst, um ihn in Stand zu halten, dann stirbst du leider. Aus diesem Grund ist es die Sterblichkeitsrate, die uns im Augenblick beschäftigt. Wenn es nur die Grippe wäre, wäre es uns egal. Wenn es nur vorbeizieht, dann wäre es uns egal. Aber die Sterblichkeitsrate, welche weltweit geschehen ist und fast 9000 Menschen betrifft, denke ich im Augenblick, die Menschen erwarten, dass es weltweit zu Millionen kommen könnte. Nun, menschliche Gesellschaften, wenn sie sich wirklich verantwortungsbewusst verhalten und individuelle Distanz halten, soziale Distanz, aber feiern eine Party in unserem Zimmer oder zu Hause, das ist es nicht. Die individuelle Entfernung muss da sein. Ich möchte, dass wir alle dies im Yoga-Zentrum beibehalten, egal was die Arbeit ist, die wir verrichten. Wir haben viele Muster, die bereits existierende Muster sind. Wir wollen sie ändern. Wir wollen die Menschen so weit auseinander wie möglich verteilen. Das Wichtigste ist, dass du physische Distanz zu Menschen hältst, insbesondere zu diesen Menschen, die über 60 Jahre alt sind. Das schließt mich mit ein. Wann hatte ich je ein solches Privileg? Also, wir können vieles tun. Eine Sache ist, unser System zu stärken, unsere Sadhana zu stärken, unsere spirituellen Prozess zu stärken. Und es gibt viele Dinge im Yoga-Center, die wir nicht erledigen konnten, einfach weil wir in den letzten 15 bis 20 Jahren immer unterwegs waren, 7 Tage die Woche und kein einziger Tag, um anzuhalten und sich um etwas zu kümmern. Ich denke, dies ist die Zeit, sich um viele Dinge zu kümmern, die Aufmerksamkeit erfordern, aber wir konnten nicht darauf achten. Also lasst uns diese Zeit nutzen und als bessere Menschen da herauskommen. Es ist sehr wichtig. Und viele, viele einfache Übungen haben wir dir vermittelt. Wir haben dir immer gesagt, mach das, aber du bist so gegangen, oder? Hallo? An alle Leute, die aus den Vereinigten Staaten zuschauen, diejenigen von Ihnen, welche mich oft gefragt haben, Sadhguru, wo ist meine Umarmung? Ich schaute in meine Tasche, es war nicht da. This is good. Not just because of the virus. Nicht nur wegen des Virus. Das ist sehr gut. Es ist sehr gut, weil unnötiger körperlicher Kontakt für einen spirituell Suchenden überhaupt nicht gut ist. Weil es eine bestimmte physische Anhaftung schafft, die überflüssigerweise kleine Dinge schwierig macht.
Kleine Dinge, die du einfach überwinden könntest, wird eine Abgrenzung, wird in deiner Erfahrung zu einer Wand. Eine Abgrenzung, welche du mit Leichtigkeit überwinden könntest. Also wir werden unser Protokoll verteilen und wir werden auch beginnen für alle, die hier sind und für diejenigen, wo auch immer ihr seid. Schreib deinen Namen ein und registriere dich in den nächsten 24 Stunden für Sadhana. Wir werden für dich geführte Sadhana in jeder Zeitzone durchführen. Entsprechend der richtigen Zeit für dich werden wir einen geführten Sadhana-Prozess für dich machen, damit du weißt, wie du den Tag selber lenkst und so weit wie möglich. Es sei denn, dies ist absolut notwendig, lass uns aus der normalen Aktivität herausbleiben und den Zyklus des Virus unterbrechen. Es existiert nicht für immer in deinem System, es wird neutralisiert, wenn du es einfach nicht an andere Menschen weitergibst. Das ist es, was wir tun müssen und ich denke, wir haben ein wenig Zeit, ich denke, wir sollten eine Frage nehmen. Die Vögel müssen warten. Weil dies ist keine Vogelgrippe. Das ist unser Geschäft, okay? Namaskaram Sadhguru. Namaskaram Sadhguru. So there are many questions that has come on the es gibt also viele Fragen, die in den sozialen Medien gestellt wurden. Die erste Frage stand von Kunal. Namaskaram Sadhguru, dies ist eine beispiellose Situation und alle sind zurzeit ahnungslos. Nicht nur in diesem Land, sondern auf der ganzen Welt. Glaubst du, das Ende der Welt ist nahe? Es war einmal. Zwei Quäkerpriester standen mit einem Schild. Das Ende ist nahe. Ein Fahrzeuglenker kam, sah das Brett, streckte seinen Kopf aus dem Auto und sagte, ihr religiösen Trottel, und du kennst all die anderen Dinge, die er sagte. Und dann, nach ein paar Sekunden, hörten sie quietschende Reifen und ein krachendes Geräusch. Dann sagte einer von ihnen, einer der Quäker sagte, ich denke, wir hätten einfach schreiben sollen, Brücke ist weg. Wir sagen also nur, verhalte dich verantwortungsbewusst, dies wird vorübergehen, aber du möchtest sagen, dass das Ende nahe ist. Nein, nein, das Ende ist nicht nahe, die Weltbevölkerung wird nicht ausgelöscht. Aber wenn dies vorüber ist, als Generation von Menschen, werden wir entweder die Genugtuung haben, wir haben diese Krise gut gemeistert, oder wir werden die Schande haben, den Kopf hängen zu lassen, dass wir unverantwortliche Dinge getan haben, welche uns und uns dies viele kostbare Leben gekostet hat. Das ist sicher. Entweder wirst du deinen Kopf in 12 Monaten in Schande hängen lassen oder du wirst mit einem gewissen Sinn für Entschlossenheit und Zweck in deinem Leben geben, weil als Generation sind wir durch dies hindurchgesegelt mit minimalem Schaden für die Menschheiten. Diese eine Sache wird euch definitiv zur Verfügung stehen, entweder dies oder das. Es ist mein Wunsch und Segen, dass wir nach 12 Monaten unsere Köpfe hochhalten können. Lasst es uns schaffen. Noch 2 Minuten. Die nächste Frage kommt von Suprayija. Namaskaram Sadhguru. Mein Vater ist Arzt und 68 Jahre alt. Ich verstehe, dass er seine Pflichten erfüllen muss, aber als Tochter habe ich große Angst um seine Gesundheit. Bitte führe mich, wie ich diese Angst überwinden kann. Im Moment ist es wichtiger, Arzt zu sein, als eine Tochter zu sein. Lass also die Ärztepflicht der Ärzte Vorrang haben vor den Sorgen der Tochter. Ich schätze und respektiere die Sorge, die du hast, aber es ist sehr wichtig, dass jeder aufsteht, um das zu tun, wozu er fähig ist. Es ist nicht so, dass jeder Arzt infiziert oder verletzt wird.
Es muss ausreichend Sorgfalt angewendet werden. Die Pflege erfolgt nicht nur durch die Experten, sondern auch durch die Patienten und andere, die kommen, wie sie sich verhalten, wie sie Dinge tun. Nur mit der Angst, dass ich eine Infektion haben könnte, möchtest du dich an deinem Arzt festhalten, aber das ist nicht, wie es gemacht werden soll. Es ist wichtig, dass jeder sich verantwortungsbewusst verhält, besonders diejenigen, die hier sind, um uns zu dienen. Wir sollten nicht ihrem Leben schaden. Das liegt in der Verantwortung jedes Bürgers, dass du nicht verantwortungslos umgehst und Infektionen bei den Medizinern verursachst, die da draußen sind, um uns zu dienen. Und im Augenblick, wie viele Ärzte man auch hat, es kann sein, dass es nicht genug sind, wenn die Dinge ein wenig außer Kontrolle geraten. Wenn dies der Fall ist, ist es sehr wichtig, die Ärzte zu retten und zu schützen. Bitte, wer auch immer du bist, wo auch immer du bist. Stelle sicher, dass für sein Wohl gesorgt wird und ihm auf jede erdenkliche Weise die notwendige Unterstützung gegeben wird. Es ist also sehr wichtig, jetzt Arzt zu sein. Also morgen um 6 werden wir wieder mit euch sein. Neben dem Beantworten von Fragen, lasst uns sehen, was wir bereitstellen können. Und wir werden einen Sadhana-Zeitplan haben, der an alle geht, die dies tun möchten. Ich denke, es ist am besten, sich zu registrieren. Gibt es bereits eine Methode, wie man sich registriert? Sie werden in der nächsten Stunde eine Methode erstellen. Und wenn du dich einschreibst, haben wir ein geführtes Sadhana für dich, wenn du dich zu Hause verloren fühlst. Wie ist das? Die Leute sagten immer, süß, heim, da, süß ist daheim. Und wenn wir jetzt sagen, 2 Wochen zu Hause bleiben, sagt ihr, das ist das größte Problem. Ich wusste nicht, dass es ein so schrecklicher Ort ist. Wenn es ein schrecklicher Ort war, ist es an der Zeit, dass du ihn in einen wunderbaren Ort verwandelst. Du hast 15 Tage Zeit. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadev Shambho, Shambho.